Herzlich willkommen wieder zur Vorlesung über Markov-Prozesse. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit der abstrakten Theorie von Halbgruppen, Kontraktion, starker Stetigkeit und Generatoren auseinandergesetzt haben, soll es in dieser Vorlesung einmal um konkrete Anwendungen gehen, also Beispiele, in denen wir diese Konzepte einfach mal nachrechnen und überprüfen. Schauen wir uns das mal im ersten Beispiel an. Also dazu nehmen wir uns her einen beschränkten linearen Operator A und definieren uns eine Familie von Operatoren PT einfach als E hoch T mal A. Dieses Exponential dieses Operators wollen wir verstehen als der gleichmäßige Limes der Summe k gleich 1 bis n T hoch k durch k-Fakultät mal den Operator A hoch k. Und jetzt ist die erste Frage, ist dieses Objekt, dieser gleichmäßige Limes, überhaupt wohl definiert? Also schauen wir uns an, können wir diese Seite hier gleichmäßig in n beschränken? Nehmen wir uns also eine natürliche Zahl n her, ein t größer als 0 her, schauen wir uns sozusagen diese Operatornorm dieses Operators k gleich 1 bis n von diesem t hoch k durch k-Fakultät auch k an. Jetzt sehen wir aufgrund der Dreiecksumgleichung, kann ich natürlich erstmal die Norm in die Summe ziehen und mache das Ganze dadurch größer. Und jetzt möchte ich den Term die Norm von a hoch k aufgrund der Submultiplikativität dieser Norm, kann ich das natürlich nach oben abschätzen durch die Norm von a hoch k. Und jetzt sehe ich, aha, diese Summe von reellen Zahlen, die ich dadurch erhalten habe, kann ich natürlich in trivialer Weise nach oben beschränken durch e hoch t mal die Norm von a. Weil die Norm von a nach Voraussetzung endlich ist, erhalte ich hier eine gleichmäßige Schranke dieser Partialsummen und das garantiert mir die Existenz dieses gleichmäßigen Limes. Also wissen wir erstmal, unser Operator pt ist wohl definiert für jedes t. Dass p von 0 nichts weiter ist als die Identität, klar aufgrund der Definition. Was wir uns jetzt überzeugen wollen, gilt auch die Halbgruppeneigenschaft. Dazu nehmen wir einfach uns zwei Zeitpunkte s und t größer als 0 her und schauen uns mal den Operator p s plus t an. Das ist aufgrund der Definition halt nichts weiter als diese Reihe. Und jetzt wollen wir den Ausdruck s plus t hoch k aufgrund des verallgemeinerten binomialschen Leersatzes ausdrücken mithilfe dieser Summe L gleich 0 bis K vom Binomialkoeffizienten, den ich jetzt hier mal explizit ausgeschrieben habe. Und dann bleibt dahinter stehen S hoch L mal T hoch K minus L. Was Sie jetzt sehen, okay, das K, dieses Term K-Fakultät kürzt sich raus. Und diese Reihe möchte ich, also diese Summe L gleich 0 bis K möchte ich mal schreiben als die Summe L gleich 0 bis unendlich Indikatorfunktion, dass L kleiner gleich K ist. Dadurch, dass wir ja gesehen haben, dass diese Reihe absolut konvergent ist, können wir sie auch umsortieren. Also ich nehme mal die Summe über L nach draußen. Ich klammer den Term L-Fakultät aus. Ich nehme dieses S hoch L raus und ich schreibe den Operator A hoch K als den Operator A hoch L. Und dann bleibt hier noch der Operator A hoch K minus L stehen. Wenn ich das so umsortiere, sehe ich, ich erhalte hier vorne genau den Teil, den wir nachher sehen wollen, was nachher zu P wird und die hinten, was noch übrig bleibt, ist dadurch, dass wir ja die Indikatorfunktion gedanklich eingefügt haben, dass L kleiner ist als K, übersetzt sich das als die Indikatorfunktion, dass K muss halt größer sein als L. Das heißt, wir haben hier wirklich die Summe stehen von K gleich L bis unendlich und Sie sehen, hier tauchen jetzt immer Terme aus K minus L. Das heißt, wir können einfach einen Index-Shift durchführen und erhalten, wie gewünscht, dass dieser Operator PS plus T sich schreiben lässt als die Verknüpfung von dem Operator PS mit dem Operator PT. Das heißt, in der Tat, die so definierte Familie von beschränkten linearen Operatoren stellt eine Halbgruppe dar. Wie sieht es jetzt aus? Können wir was über die Stetigkeit aussagen? Schauen wir uns also einfach mal an. Also ob PT gleichmäßig stetig ist. Also gleichmäßig stetig in diesem Operator-Sinne. Das heißt, wir gucken uns an, was ist denn PT minus die Identität? Jetzt können wir für PT natürlich die Reihendarstellung einsetzen.
Wir sehen, der nullte Ordnungsterm kürzt sich gerade raus. Das heißt, was wir übrig behalten, ist diese Summe k gleich 1 bis unendlich von diesem Ausdruck. Jetzt nutze ich wieder die Dreiecksumgleichung aus, ziehe die Norm rein, nutze die Submultiplikativität aus und erhalte damit diese Reihe von, sind ja nur noch von reellen Zahlen, und die kann ich natürlich auch ausdrücken als e hoch t mal die Norm von a minus 1. Und was man natürlich sofort sieht, für t gegen 0 konjugiert das Ganze gegen 0. Das heißt, in 0 ist pt gleichmäßig stetig und damit implizit auch stark stetig. Das heißt, wir haben damit die starke Stetigkeit oder die gleichmäßige Stetigkeit nachgewiesen. Wie sieht es jetzt aus? Können wir auch einen Generator bestimmen? Und ich möchte dazu einfach mal den folgenden Ausdruck betrachten. Also ich möchte betrachten die Norm zur Operatornorm von 1 durch t, pt minus die Identität minus a. Diesen Operator, den wir uns vorgegeben haben. Und was man jetzt sieht ist, aha, pt minus die Identität ist die Reihendarstellung angefangen vom Summanden k gleich 1. Das t kürzt natürlich den Vorfaktor raus und ich sehe, dass dann sozusagen sich auch der erste Ordnungsterm mit raushebt aufgrund der Subtraktion von diesem Operator a, und ich erhalte hier wirklich die Reihe k gleich 2 bis unendlich t hoch k minus 1 geteilt durch k Fakultät mal a hoch k. Und was ich jetzt wieder mache, ist, ich ziehe aufgrund der Dreiecksumgleichung die Norm rein, benutze die Submultiplikativität und kann diese Reihe dann auch schreiben als 1 durch t mal e hoch t mal die Norm von a minus 1 minus t mal die Norm von a. Und wenn man jetzt hier auf diesen Ausdruck die Regel von L'Hôpital anwendet, dann sehe ich, dass da diese Seite hier für t gegen 0 konvergiert. Was haben wir damit gerade erhalten? Wir haben damit implizit erhalten, dass der starke Limes von 1 durch t ptf minus f für jedes f in unserem Banachraum existiert und gerade gegeben ist durch diesen Operator a mal f. Das heißt, unser Generator ist einfach dieser Operator a und die Domain des Generators ist gerade unser ganzer Banachraum. Hier eine kleine Aufgabe dazu. Betrachten Sie einmal eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion, pt, auf einem Banachraum b mit dem zugehörigen Generator g und dessen Domain. Jetzt möchte ich eine neue Familie von linearen beschränkten Operatoren betrachten. Das ist diese Familie p lambda t. Und die ist definiert dadurch, dass ich sage, das ist nichts weiter als e hoch minus lambda t mal diesen Operator pt. Und die Aufgabe ist nun nachzuweisen, dass auch p lambda t eine stark stetige Halbgruppe linearer Kontraktion darstellt auf unserem Banachraum b. Und die Aufgabe, der zweite Teil dieser Aufgabe ist, den zugehörigen Generator zu bestimmen. Und dieser Operator, also diese Aufgabe wird in der nächsten Vorlesung nochmal uns begegnen und auch nützlich sein. Gut. Ein weiteres Beispiel. Wie sieht jetzt aus das Ganze für den Poisson-Prozess? Können wir für den Poisson-Prozess den entsprechenden Generator bestimmen? Also ich nehme den Poisson-Prozess her. Das war ja ein Prozess auf den nicht negativen natürlichen Zahlen. Und wir haben gesehen, die zugehörige Halbgruppe können wir uns mit Hilfe der Übergangsfunktion definieren. Und dann gilt das Folgende, dass nämlich pt von f sich schreiben lässt als der Erwartungswert bei Start nx von f von nt. Und das ist ja das gleiche wie der Erwartungswert von f von x plus nt. Und jetzt kann man natürlich auch, wir wissen die Verteilung von nt. Nt ist Poisson verteilt mit Intensität lambda. Das heißt, ich kann diesen Erwartungswert auch explizit schreiben als die Summe k gleich 0 bis unendlich von f von x plus k mal den üblichen Term mal lambda t hoch k geteilt durch k-Fakultät mal e hoch minus lambda t.
So, und die erste Sache ist, die ich nachweisen möchte, ist auch dieser Operator oder diese Halbgruppe von Operatoren, die ich mir hier definiert habe, stark stetig. Dazu nehme ich mir also ein F her, das von Z nach R geht und beschränkt ist. Und jetzt betrachte ich einfach mal PTF minus F in der Supremum. Das ist also sozusagen dieser Ausdruck, der hier steht. Und was möchte ich jetzt hier machen? Naja, ich möchte, was ich hier jetzt erstmal schon tat, ist die Definition von dem PT. Was wir sehen, hier die Summe geht von k gleich 0 los. Ich habe jetzt sozusagen den nullten Ordnungsterm mit diesem Term, den ich hier hinten abziehe, zusammengebracht. Das heißt, ich erhalte hier den Term e hoch minus lambda t mal f. Der kommt aus der Summe und das ist sozusagen die Summe, die übrig bleibt. Nachdem ich sozusagen diese kleine Umsortierung vorgenommen habe, möchte ich einfach Reichsumgleichung benutzen, die Norm reinziehen. Und ich möchte noch brutaler sein. Ich möchte einfach die Supremumsnorm von der Funktion f in beiden Termen rausziehen. Dann erhalte ich also das die Supremumsnorm von f mal e hoch minus lambda t. Das ist dieser Term, der hierher kommt. Und dann bleibt halt die Summe stehen, k gleich 1 minus unendlich lambda t hoch k durch k-Fakultät. Das wäre der erste Term, der aus diesem Teil der Summe kommt. Und im zweiten Term ist genau das gleiche. Supremumsnorm mal die Norm von 1 minus lambda t. Dadurch, dass lambda positiv gewählt ist, t größer gleich 0 ist, ist das gleich für 1 minus e hoch minus lambda t. Was ich jetzt noch weiter betreiben kann, ist, ich kann auch diese Summe, diese Reihe, die hier steht, ja auch umschreiben. Ich ergänze den nullten Ordnungsterm und erhalte hier auch, das ist das gleiche wie e hoch lambda t minus 1. Und wenn ich diesen Term e hoch minus lambda t reinziehe, sieht man, dass ich zweimal, ja, also den gleichen Summanden erhalte, den ich hier hinten produziert habe, und da steht also zweimal 1 minus e hoch minus lambda t mal die Supremumsnorm von f. Was man natürlich sieht, ist, für t gegen 0 konvergiert dieser Ausdruck natürlich gegen 0. Damit haben wir nachgewiesen, dass pt in der Tat stark stetig ist, in der 0 und damit auch für jedes andere t. Was wir auch haben, ist natürlich in trivialer Weise, dass PT eine Kontraktion darstellt. Das sieht man einfach daraus, dass man hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß hat. Oder hier sieht man es am einfachsten. Wenn ich natürlich hier die Supremumsnorm von f rausziehe, bleibt nur der Erwartungswert von 1 stehen, das ist 1. Und jetzt geht es darum, den Generator zu bestimmen. Und ich behaupte, also das ist jetzt die Arbeitshypothese, der Generator, angewendet auf eine Funktion f, lässt sich schreiben als lambda mal f von x plus 1 minus f von x. Und das müssen wir jetzt nachweisen. Also wir müssen nachprüfen, dass für jedes t größer als 0 die Norm von 1 durch t ptf minus f minus gf in der Supremumsnorm gegen 0 konvergiert. Das ist unser Ziel. Also schreiben wir das Ganze einmal mal aus. Das ist also das Supremum über alle ganzen Zahlen x von dem Ausdruck 1 durch t. Jetzt sieht man, in diesem ersten Teil möchte ich diese Reihe so wieder umsortieren, dass ich den nullten Ordnungsterm mit dem f zusammentue. Und das gibt mir dann den Term einmal das e hoch minus lambda t. Das kommt aus dem. Dann kriege ich natürlich, das von die minus 1 kommt von diesem Term. Und das lambda t kommt natürlich aus der Definition von g lambda. Ich gehe nochmal kurz zurück. Das war ja gerade hier lambda mal f von x im hinteren Term. Sozusagen, da kommt der Term her. Dieser Term ergibt sich aus dem ersten Ordnungsterm, also aus dem ersten Summanden von dieser Reihe k gleich 0 bis unendlich. Und einem Teil von diesem Generator. Und das ist das, was sozusagen hier noch übrig bleibt. Jetzt kann ich einfach wieder Dreiecksumgleichung benutzen. Ich kann die Supremumsnorm von der Funktion f rausziehen, erhalte damit hier vorne
diese Reihe, die von k gleich 2 startet. Ich erhalte genau hier diesen Term und im hinteren Teil auch das gleiche. Und jetzt sehe ich, aha, diese Summe kann ich hier aber auch nochmal künstlich schreiben. Das ist das gleiche wie 1 durch t von 1 minus 1 plus lambda t mal e hoch minus lambda t. Und dann habe ich einfach nur alle Vorfaktoren zusammengefasst. Was man jetzt sieht ist, im Limes t gegen 0 verschwinden alle diese drei Faktoren. Das sieht man, der Term verschwindet für t gleich 0, der verschwindet aufgrund Anwendung von L'Hôpital und der. Das heißt, in der Tat ist dieser Operator g, den wir uns definiert haben, der Generator der Halbgruppe, die zu dem Poisson-Prozess gehört. Und die ist halt in dem Fall auf, für alle beschränkten Funktionen auf Zd definiert. Das heißt, was wir uns merken können, aha, der Poisson-Prozess hat diesen Generator. Und was man das interpretieren kann, ist das Folgende. Das sagt uns ja im Prinzip das Folgende aus. Mit einer Rate Lambda springt, wenn ich im Zustand X bin, mein Prozess im nächsten Zeitschritt, also wenn mein Wecker klingelt und sagt, jetzt springe, dann springt er auf den Wert x plus 1. Und das ist genau sozusagen eine mikroskopische Beschreibung, was mein Prozess tut. Das haben wir ja gesehen, er wartet eine gewisse Weile und springt dann um 1 nach oben. Das ist genau kodiert in diesem Ausdruck, nämlich dass er sagt, ich habe eine gewisse Wartezeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Lambda und die Wartezeit ist exponentiell verteilt mit entsprechend dieser Rate. Und das haben wir uns gesehen, das war ja Teil von der Übungsaufgabe. Und dann sehe ich, ich springe genau um 1 nach oben. Und das ist sozusagen der Vorteil von dieser Generatordarstellung, dass man daran sehr explizit sehen kann, was dieser Prozess tut. Und deswegen ist man an diesem Generator interessiert. Zwei Bemerkungen. Also bisher haben wir uns immer mit der starken Stetigkeit auseinandergesetzt. Und hier ist das ist eigentlich ein Satz, der ist der Satz von Philipp und Hill, der das Folgende aussagt. Wenn ich eine Familie habe, beschränkter linearer Operatoren auf einem Banachraum, die schwach stetig in der Null ist, das heißt, dass für jedes gegebene lineare Funktional aus dem Dualraum PTF und die angewendet, also das lineare Funktional auf PTF angewandt gegen das lineare Funktional von F konvergiert. Und die Aussage ist, jetzt sieht er erstmal schwächer aus, die schwache Stetigkeit, aber die Aussage ist, naja, wenn ein Operator schwach stetig ist, dann ist er auch stark stetig. Was überraschend ist. Dieser Satz ist relativ tricky und deswegen möchte ich ihn hier auch nicht weiter ausführen. Was ich jetzt sozusagen im Folgenden diskutieren möchte, ich möchte mich der Brownschen Bewegung nähern. Also gucken wir uns erstmal an die entsprechende Halbgruppe von Operatoren, die aus der sich konstruieren lässt aus der Brownschen Übergangsfunktion auf R hoch t. Wir haben gesehen, das ist eine konservative Halbgruppe. Und die erste Behauptung ist, diese Halbgruppe ist nicht schwachstetig. Warum? Naja, also wenn nicht schwachstetig auf dem Raum der beschränkten Funktion. Warum? Naja, nehmen wir uns als Beispiel her die Indikatorfunktion von der Null. Nehmen wir uns her als lineares Funktional. Einfach das Funktional, was von, wenn ich die auf die Funktion g anwende, einfach mir den Wert an der Stelle 0 ausgibt. Und jetzt rechnen wir einfach nach. Was ist denn dieses lineare Funktional angewendet auf PTF? Naja, das ist das gleiche wie einfach PTF an der Stelle 0 ausgewertet. Jetzt stecken wir aber in diese PTF, wir erinnern uns, das war sozusagen, das lässt sich ja schreiben, dieser Ausdruck hier als das Integral bezüglich der Brownschen Übergangsfunktion von der Funktion f von x. Und die Brownsche Übergangsfunktion dann von t, 0, dy. Was wir jetzt hier aber sehen, diese Funktion f, ist einfach 0 außer in dem Nullpunkt. Naja, das ist aber diese Übergangs,
Funktion hat aber eine Dichte, das heißt, dieser Ausdruck, wissen wir, ist 0. Auf der anderen Seite ist dieser Ausdruck nach Definition gerade 1. Wir sehen, das Ganze konvergiert nicht. Also wir wissen, bezüglich Funktionen, die nur messbar und beschränkt sind, ist unsere Familie von beschränkten linearen Operatoren, die sich aus der Brownschen Übergangsfunktion ergibt, nicht schwachstetig, damit auch nicht starkstetig. Hier eine kleine Aufgabe dazu. Und die Aufgabe ist das folgende. Weisen Sie nach, dass auf dem Raum der stetigen beschränkten Funktionen, die im Unendlichen verschwinden, die so definierte Halbgruppe PT starkstetig ist. Und dass das wirklich der Raum ist, auf dem wir arbeiten sollen, weil der zweite Teil der Aufgabe zeigt, wenn ich nur eine beschränkte stetige Funktion betrachte, also die Voraussetzung, dass sie im Unendlichen verschwindet, fallen lasse, dann kann man nachweisen, dass diese Funktion PT f von x, wobei x jetzt ein beliebiger Punkt ist, in 0 stetig ist. Aber also das ist eine schwächere Aussage als schwache Stetigkeit. Aber dass unser Operator nicht stark stetig ist. Und hier gilt es dazu, das für jeden festen Punkt x nachzuweisen und hier ein geeignetes Gegenbeispiel zu finden. Kleiner Tipp, es hat was mit Oszillation zu tun. Gut, und gucken wir uns jetzt das eigentliche Beispiel an, nämlich was ist denn der Generator der Halbgruppe, die zu der Brownschen Übergangsfunktion gehört. Und hierfür möchte ich, also mir in dem ersten Schritt, also PT möchte ich wieder bezeichnen, die Halbgruppe, die zu dieser Brownschen Übergangsfunktion gehört, und ich möchte mit C0 Quadrat von R hoch D die folgende Menge bezeichnen, das ist die Menge aller Funktionen f, die stetig und beschränkt sind und im Unendlichen verschwinden, die Eigenschaft haben, dass auch die erste Ableitung, also die erste partielle Ableitung und die zweite partielle Ableitung wieder beschränkt stetige Funktionen sind, die im Unendlichen verschwinden. Auf diesem Raum möchte ich arbeiten. Und wir werden sehen, warum. Jetzt nehme ich mir erstmal so eine Funktion her, also f aus C0 Quadrat r hoch d. Und jetzt möchte ich erstmal mit Hilfe der Taylor-Entwicklung f von x plus y darstellen. Das kann ich natürlich schreiben als, das ist das gleich wie f von x plus die Summe i gleich 1 bis d von der partiellen Ableitung von f in bezüglich der i-ten Koordinate multipliziert mit yi. Und dann ist das hier die Integraldarstellung des Restterms. Und diesen Ausdruck möchte ich, diese Taylor-Entwicklung möchte ich gleich benutzen. Also was wollen wir nachrechnen? Wir wollen ja den Generator bestimmen. Also wir wissen ja bereits aufgrund der Aufgabe, unsere Halbgruppe ist stark stetig auf dem Raum der C0-Funktion. Also gilt es nur noch nachzuweisen oder nachzurechnen, was unser Generator ist. Das heißt, ich betrachte 1 durch t ptf von x minus f von x. Das kann ich natürlich schreiben als 1 durch t, der Erwartungswert bei Start in x, von f von bt minus f von x. Das kann ich natürlich auch umschreiben als das 1 durch t, der Erwartungswert einer Standard-Brownschen Bewegung, die zum Zeitpunkt 0 in 0 startet, von f von x plus bt minus f von x. Und jetzt sieht man, auf diesen Term hier möchte ich jetzt diese Taylor-Entwicklung anwenden. Was erhalte ich? Naja, ich erhalte f von x, das kürze ich gerade mit diesem f von x hier raus. Dann erhalte ich diesen ersten Term und was da auftaucht, ist ja nichts weiter als die i-te Komponente, der Erwartungswert der i-ten Komponente von bt. Aber bt ist eine Standard-Brownsche Bewegung in r hoch d. Das heißt, der Erwartungswert dieser Brownschen Bewegung ist 0. Das heißt, dieser erste Ordnungsterm verschwindet komplett, das ist diese 0 hier. Und jetzt möchte ich diesen Restterm, möchte ich den Ausdruck, diese partielle Ableitung in ij-Richtung von der Funktion f, ausgewertet an der Stelle x, möchte ich hier dazu addieren, das ist dieser Term, und wieder abziehen. Wenn ich den dazu addiere, bleibt das Integral von 0 bis
von 1 bis 0 von 1 minus Theta d Theta übrig. Und wenn man das ausrechnet, kommt genau der Vorfaktor 1/2 raus. Das heißt, ich habe hier einmal diesen Term 1 geteilt durch 2t Summe über alle i und j von 1 bis d von dieser zweiten partiellen gemischten Ableitung ausgewertet an der Stelle x. Und dann bleibt noch übrig der Erwartungswert der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt t, der Eaton-Koordinate multipliziert mit der Brownschen Bewegung zum Zeitpunkt t der J-Koordinate. Was wissen wir jetzt aber über diesen Ausdruck? Naja, wir wissen ja, das ist nichts weiter als die Kovarianzmatrix und das ist in dem Fall nichts weiter als t mal die Identitätsmatrix. Das heißt, wir kriegen hier nur einen Beitrag, wenn i gleich j ist. Und wenn man das jetzt hier einsetzt, sehe ich, aha, das t kürzt dieses t hier vorne raus. Diese Doppelsumme bricht zusammen auf eine einfache Summe und dann steht ja nur noch da die partielle Ableitung an der Stelle, die zweite partielle Ableitung an der Stelle ii, also entlang beider Koordinatenrichtungen von der Funktion f, ausgewertet an der Stelle x. Und das ist ja nichts weiter als der Laplace-Operator. Also wir haben gesehen, dieser erste Teil lässt sich vereinfacht zu 1/2 mal Laplace-Operator angewendet auf die Funktion f an der Stelle x. Bleibt noch der Restterm zu betrachten. Das ist also nichts weiter als diese Summe i gleich 1 bis t vom Integral 0 bis 1 von 1 minus Theta. Und dann bleibt hier natürlich jetzt der Erwartungswert stehen von dieser zweiten gemischten partiellen Ableitung der Funktion f, ausgewertet an der Stelle x minus Theta mal bt. Das ist genau dieser Term, der hier oben steht. Und dieser Term, der hier jetzt auftaucht, ist genau den Term, den wir vorher hinzuaddiert und wieder abgezogen haben. Also nur so eine Nulladdition. Was hier hinten noch übrig bleibt, ist natürlich 1 durch t. Also ich habe dieses 1 durch t jetzt hier reingezogen. Die Brownsche Bewegung zum Zeitpunkt t in der die Ite-Koordinate und dann multipliziert mit der Brownsche Bewegung zum Zeitpunkt t der J-Koordinate. Und diesen Term, der hier steht, möchte ich mal als diesen Restterm rij von x, Theta und t bezeichnen. Das heißt, was wir bis dato erreicht haben, ist, dass 1 geteilt durch t von ptf an der Stelle x minus f von x sich schreiben lässt als 1/2 mal den Laplace-Operator angewendet auf die Funktion f mal diesen Restterm. Und jetzt gilt es natürlich, diesen Restterm weiter zu analysieren. Also was wir zeigen wollen, ist, dass dieser Restterm gleichmäßig in x gegen 0 konvergiert. Weil das brauchen wir ja gerade oben in der Definition, die Definition vom Generator benutzt ja die starke Stetigkeit. Deswegen brauchen wir eine Gleichmäßigkeit in der Konvergenz in x. Und jetzt sieht man, warum wir gefordert haben, diesen Raum C0² zu betrachten. Weil wir wissen ja, die gemischten partiellen Ableitungen, die zweiten gemischten partiellen Ableitungen der Funktion f liegen in diesem Raum C0. Das heißt insbesondere, dass diese Funktion hier gleichmäßig stetig ist. Und das wird entscheidend sein in dieser kleinen Rechnung. Also gucken wir uns jetzt an diesen Term rij x theta t. Schreiben wir ihn explizit aus und wir nutzen hier die Dreiecksumgleichung. Ich habe einfach mal die Beträge schon mal in den Erwartungswert reingezogen. Was kann ich jetzt hier in diesem zweiten Term machen? Naja, da steht ja da die Norm von bti Betrag. Also, nee, Entschuldigung, da steht erstmal der Betrag von BTI, also der Eaton-Koordinate, mal Betrag von BTJ. Jetzt kann ich natürlich den Betrag von BTI auch künstlich schreiben, als die Wurzel aus dem Betrag von BTI Quadrat. Und da kann ich natürlich noch die anderen Koordinaten hinzunehmen. Und dann sehe ich, taucht hier auf die Norm von BT. Hier taucht sie auch nochmal auf. Das heißt, ich kann diesen Term aufschreiben als die Norm von bt geteilt durch Wurzel t zum Quadrat. Und diese Norm ist jetzt hier als Norm der euklidischen Norm in r hoch d. In dem vorderen Term ist erstmal nichts passiert. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte zwei Indikatorfunktionen hinzufügen. Nämlich, ich möchte mir einmal angucken, den Fall, was passiert, wenn die Brownsche Bewegung, also die Norm dieser Brownschen Bewegung kleiner ist als k mal Wurzel t, wobei k ein Parameter ist strikt größer als 0. Und ich möchte einmal den Fall betrachten, wenn die Brownsche Bewegung größer ist als k mal Wurzel t. Und jetzt sehe ich auch, wenn ich unter dieser Annahme, dass
oder unter diesem Event, dass die Braunsche Bewegung kleiner gleich k mal Wurzel t ist, kann ich natürlich relativ brutal sagen, aha, ich schätze einfach diesen Term, den ich hier habe, nach oben ab durch k Quadrat. Also ist genau dieses k, die Wurzel t geht in die Braunsche Bewegung rein, ist genau diese Ersetzung. Und diesen ersten Term schätze ich einfach relativ brutal dadurch ab, dass ich sage, naja, ich ziehe einfach das Supremum raus. Also diese Funktion, wenn ich x festhalte, dann weiß ich natürlich, Theta ist ein Wert zwischen 0 und 1. Das bt kann natürlich höchstens einen Abstand haben von x von der Größenordnung k mal Wurzel t. Das heißt, ich kann hier betrachten auch einfach nur den Term zweite Ableitung an der Stelle x. Und dann ist dieser Punkt hier, hat höchstens einen Abstand von x von der Größenordnung k mal Wurzel t. Und das kann ich natürlich nochmal brutaler abschätzen nach oben. Ich sage, ich nehme das Supremum über alle Punkte z und z', die Eigenschaft haben, dass der Abstand zwischen z und z' kleiner ist als k mal Wurzel t. Was haben wir damit erreicht? Damit haben wir erreicht, dass natürlich dieser erste Ausdruck unabhängig ist von x. Im zweiten Ausdruck möchte ich einfach die Supremumsnorm von dieser Funktion rausziehen, weil wir ja wissen, die Funktion, die zweiten partiellen Ableitungen liegen in diesem Raum c 0 r hoch d. Das bedeutet insbesondere, dass diese Funktion ja beschränkt ist. Also ziehe ich einfach die Supremumsnorm raus. Und was noch übrig bleibt, ist der Erwartungswert von dieser Norm von bt geteilt durch Wurzel t mal dieser entsprechenden Indikatorfunktion. Jetzt nutze ich hier aber die Skalierungseigenschaft der Braunschen Bewegung aus und kann das natürlich ersetzen durch den Erwartungswert der Braunschen Bewegung zum Zeitpunkt 1, die Normquadrat, mal der Indikatorfunktion, dass die Norm von b1 größer ist als k. Was sehen wir jetzt? Aufgrund der gleichmäßigen Stetigkeit, und deswegen war es wichtig, dass die zweiten partiellen Ableitungen in dem Raum C0 liegen, was uns ja die gleichmäßige Stetigkeit impliziert, sehen wir, dass natürlich für t gegen 0 dieser Ausdruck verschwindet. Was wir auch sehen ist, wir wissen ja, der Erwartungswert der Norm von B1 Quadrat ist endlich. Also, wenn wir jetzt k gegen unendlich schicken, konvergiert aufgrund der monotonen Konvergenz dieser Ausdruck gegen 0. Das heißt, was wir damit erreicht haben, ist, dass das Supremum über alle x in r hoch d und Theta 0, 1 von diesem Restterm rij von x, Theta und t für t gegen 0 und k gegen unendlich in dieser Reihenfolge gegen 0 konvergiert. Was haben wir damit nachgewiesen? Damit haben wir Folgendes nachgewiesen. Der Generator der Braunschen Bewegung definiert auf dem Raum der C0-Quadrat-Funktion, also dieser Funktion, deren erste partielle Ableitung und zweite partielle Ableitung in dem Raum C0 von R hoch D liegen, ist gerade gegeben durch ein halb mal Laplace. Das ist das, was wir rausbekommen haben. Also der Generator der Braunschen, der Braunschen Bewegung ist also ein halb mal Laplace. Und das gilt auf diesem Raum. Was wir natürlich nur wissen ist, wir wissen nicht, ist das wirklich die Domain des Generators. Wir haben jetzt nur nachgewiesen, dass die C0-Quadrat-Funktion in der Domain des Generators liegt. Und hier noch zwei Bemerkungen dazu. In Dimension 1 kann man sogar zeigen, dass die Dimension von diesem 1/2 Laplace oder von Laplace ist egal, gleich ist diesem Raum C0 Quadrat. Allerdings gilt das nur für eine Dimension 1. In höheren Dimensionen kann man zeigen, dass dieser Raum C0 Quadrat nicht abgeschlossen ist im Raum C0. Das heißt, dadurch, dass wir ja wissen, aufgrund des Satzes 3.5, dass der Abschluss der Domain gerade gleich dem der Domain der starken Stetigkeit entsprechen muss, heißt das insbesondere auch, dass der Raum C0 Quadrat eine echte Teilmenge vom Domain des Generators sein muss.
Und wir sehen hier sozusagen eine große Schwierigkeit an der Definition des Generators zusammen mit seiner Domain. Es fällt uns sehr schwer, die Domain des Generators auf diese Art und Weise zu charakterisieren. Also die Annahme von diesem C0-Quadrat kam jetzt aus dieser Rechnung, die wir gemacht haben, weil wir gesehen haben, das wäre nützlich, dass wir da eine starke Stetigkeit an einer Stelle haben. Eine gleichmäßige Stetigkeit. Aber es gibt uns kein konstruktives Element an der Hand, wie wir auf diese Domain kommen. Und das wird nochmal eine zentrale Rolle spielen in der nächsten Vorlesung. Was ich nochmal zusammenfassen möchte, ist, was wir bis dato erreicht haben. Wir haben gesehen sozusagen bisher, dass für diese C0-Markov-Prozesse XT-Markov-Prozess ist. Den können wir assoziieren mit einer Übergangsfunktion. Wir haben gesehen, dass wir die Übergangsfunktion auch durch eine Halbgruppe von linearen beschränkten Operatoren beschreiben können. Und wir haben jetzt gesehen, aufgrund des Satzes 3.5, dass wir gegeben eine Halbgruppe auch einen Generator finden und eine Domain finden von diesem Generator. Was uns natürlich noch, was wir gerne hätten wollen, wäre auch der Rückweg. Also wir würden gerne beim Generator starten wollen und sozusagen uns mithilfe des Generators die Halbgruppe konstruieren wollen. Und dann hätten wir auch eine konstruktive Möglichkeit, einen Markov-Prozess zu konstruieren. Das soll der Inhalt von der nächsten Vorlesung werden. Abschließend hier noch eine kleine Aufgabe, und zwar, um sozusagen das letzte Beispiel nochmal Revue passieren lassen zu können, betrachten Sie einfach mal den Cauchy-Prozess. Und das ist folgender Prozess. Also es ist ein Markov-Prozess und die Übergangsfunktion hat einfach folgende Dichte, nämlich PTXY ist nichts weiter als T geteilt durch Pi mal und dann in Klammern T Quadrat plus X minus Y zum Quadrat. Und ihre Aufgabe ist nachzuweisen, dass auf diesem Raum C0 Quadrat von R der Generator existiert und gegeben ist durch diesen folgenden Ausdruck. Und hier das Arcus Tangens lässt sich auch ersetzen durch jede beliebige Funktion, die sich im Wesentlichen in erster Ordnung als quadratisch in y minus x schreiben lässt. Nur so als kleiner Hinweis. Was wir sozusagen gesehen haben anhand dieser Beispiele ist, wie wir umgehen mit den Begriffen der starken Stetigkeit und dem Generator. Und sozusagen das, was uns in den nächsten Vorlesungen das Ziel sein wird, ist, den Satz von Heliushida zu beschreiben, der uns gerade diese Rückrichtung vom Generator auf die Halbgruppe liefert. Dazu aber beim nächsten Mal mehr.